Das Wochenendbier mit Stefan Weinzierl und Klaus Wilk. Guten Tag, meine Damen und Herren draußen an den Monitoren. Hallo lieber Stefan. Hallo lieber Klaus. Wir treffen uns heute zu unserem zweiten Wochenendbier. Und ich freue mich schon tierisch darauf, mit dir diese Woche mal Revue passieren zu lassen. Was war denn bei dir so haften geblieben? Was bei mir ganz klar haften geblieben ist, ist der Aufstand der Mitte. Und zwar der Aufstand der Mitte sowohl bei den Unternehmen wie auch bei den Bürgern, die gegen radikale Kräfte auf die Straße gehen, die sich ganz klar positionieren. Die Unternehmen positionieren sich in den sozialen Medien, sie positionieren sich in Rundbriefen, in Statements, in allem. Natürlich könnte man sagen, es ist ein gewisser Werbefaktor, das mag sein, aber nichtsdestotrotz, es ist ein gutes Zeichen, es ist ein klares Zeichen, es ist ein klares Zeichen auch für den Standort Deutschland. Wir sind weltoffen, wir machen weiter. Warst du demonstrieren, Klaus? Ja, natürlich. Also ich war in Landsberg dabei mit 2.500 anderen für eine Kleinstadt wie Landsberg, würde ich sagen, ein wirklich formidables Ergebnis, dass so viele Leute sich haben aktivieren lassen, da mitzumachen. Ich muss sagen, ich habe auch wirklich eine kleine Gänsehaut, würde ich sagen, bekommen, als ich dann in den sozialen Medien gelesen habe, wie viele Unternehmensleiter sich ganz klar bekennen zum Standort, zur Demokratie, den rechten Tendenzen entgegenwirken. Und das spiegelt aber auch so ein bisschen wider unsere Jahresumfrage, die wir gemacht haben, die unsere Kollegin Anja Ringel gemacht hat. Tatsächlich, Stefan, ging es ja hier gar nicht so sehr um technische Themen. Nein, überhaupt nicht. Es ging um Themen, die die Unternehmen abseits der Technik, abseits der so viel beschworenen KI oder spezieller Software oder Automatisierungstechnologien beschäftigen. Es sind ganz klar Themen, die Deutschland betreffen und seine Exportmärkte. Ja, zum Beispiel. Genau. Fangen wir vielleicht beim Standort Deutschland an. Da machen sich die Unternehmen, auch die Verbände, schon tatsächlich auch Gedanken über den Standort im Hinblick auf Energiepreise, Fachkräftemangel, politische, ja, ich will es jetzt nicht überbetonen, aber es gibt natürlich viele politische Punkte, über die man gerade trefflich streiten kann. Das ist klar, die Probleme sind da, die sind auch groß. Und all das treibt natürlich den Unternehmer als solchen schon ein bisschen in die Enge, beziehungsweise lässt Sorgenfalten auf seiner Stirn erscheinen. Und ich kann es auch verstehen. Ja. Tatsächlich muss man aber auch sagen, vieles davon ist natürlich nicht plötzlich gekommen. Also es ist jetzt im Moment, man möchte fast sagen, es ist in, alles wirklich ganz schrecklich zu finden und ganz furchtbar. Aber wenn man überlegt, wie lange sich das jetzt schon hinauszögert, wir fangen bei der Digitalisierung an. Es gab letztens erst eine Satire-Sendung im deutschen Fernsehen, die tatsächlich explizit darauf hingewiesen hat und das überlegen konnte, dass Deutschland zum Beispiel bei der Digitalisierung 20 Jahre hinterherhängt gegenüber Estland, wohlgemerkt. Aber das sind alles Dinge, die haben sich schon so lange entwickelt. Ist es denn zum Beispiel so, dass es jetzt gerade in ist, über Sachen zu schimpfen, oder hat es sich wirklich verschlimmert? Was denkst du? Ich glaube, das kumuliert sich gerade auf. Wir hätten einfach sehr, sehr viele Baustellen, an denen wir parallel arbeiten müssen. Und ich glaube, man muss an der Stelle der Politik auch zugutehalten, dass die mit der Situation mindestens genauso überfordert sind wie jeder Einzelne von uns. Glaube ich jetzt, gefühlt. Und ich glaube, jetzt hängt es wirklich davon ab, Prioritäten zu setzen. Also was erscheint uns wichtig? Und ich glaube, bezogen auf den Standort Deutschland ist eigentlich allen klar, wir leben hier von Wertschöpfung. Also ohne unsere industrielle Basis kein Wohlstand und nicht das, was wir uns erlauben können. Wir stehen noch gut da. Wir haben einen Rechtsrahmen, der verbindlich ist, der überschaubar ist. Auch wenn er manchmal ein bisschen kompliziert sein kann. Ja, das ist richtig. Und natürlich muss man alles auch in ausgewogenen Verhältnissen machen. Also was seitens der EU kommt an Behördenkram und was seitens der Bundesregierung kommt, ist jetzt nicht ohne, wirklich. Das stimmt. Aber tatsächlich ist es noch mehr, was die Unternehmen beschäftigt. Zum Beispiel natürlich der Fachkräftemangel unter anderem. Ja, der Fachkräftemangel ist eklatant. Den spüren wir allerortens, das ist ganz klar. Und da muss man auch wirklich alles Mögliche dran setzen. Das ist auch letztendlich eine politische Entscheidung, wie ich mit dem Thema umgehe, um Leute hier hinzuholen. Was aber gerade genauso drückt im Übrigen, sind unsere Exportmärkte. Oh ja. Also Blick auf China. Wir haben seit 2018 oder 2019 eine stabile Seitwärtsbewegung, was die Konjunkturdaten betrifft. Wir exportieren knapp 19 Milliarden, glaube ich, nach China, und da ist kein Wachstum in Sicht, und ich glaube, es wird in den nächsten Jahren eher abnehmen.
ich denke, das ist auch ganz natürlich. Wachstum ist immer etwas Endliches. Irgendwann muss es vorbei sein mit diesen exorbitanten Wachstumsraten, die in China lang möglich waren und die es auch gab. Es ist ja nicht so, dass das alles reine Luftschlösser waren. Aber vielleicht muss man sich auf andere Märkte konzentrieren. Auch das haben die Unternehmen gesagt. Der zweite große Markt für die Deutschen sind die USA. Und dort dreut am Horizont ein Präsident Trump. Ja, also Sie vergeben mir eine klare politische Äußerung. Ich hätte keine Probleme damit, wenn Trump nicht Präsident würde, um das hier mal so auszudrücken. Explizit anschließen. Und aber auch da muss ich sagen, gibt es unterschiedliche Stimmen. Klar ist, es gibt in den USA diesen Trend zur Reindustrialisierung. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin ja schon ein alter Hase im journalistischen Dimension und beobachte den Maschinenbau seit 1994 relativ konkret. Und in der Zeit haben die USA beispielsweise ihr Tafelsilber bei Werkzeugmaschinen verkauft. Giddings & Lewis, Cincinnati Millacron, wie die Firmen alle hießen, gibt es alle nicht mehr. Also es gab einen Ausverkauf und die wollen jetzt zurück, die wollen da wieder werden. Und insofern ist das natürlich ein gigantischer Markt, der aber auch seine Eigenheiten hat. Oh ja, und auch dieser Markt, das darf man auch nicht vergessen, wird endlich sein. Irgendwann werden die USA gesättigt sein, sie werden die Sachen selber herstellen können, sie werden selber wissen, wie es funktioniert und dann muss man sich wieder was Neues suchen. Aber ich denke, das ist ein ganz normaler Lauf der Wirtschaft. Ja, was ich dann wiederum nicht verstehe, ist, dass auf Behördenebene beispielsweise es immer noch nicht gelungen ist, Bürokratisierung insofern rauszunehmen, als dass die Exportbedingungen einfacher werden. Da geht es teilweise um die Farbe von Steckern. Also wirklich Dinge, von denen man glauben sollte, dass der gesunde Menschenverstand die so wegwischt. Nein, es passiert nicht. Und die kriegen sich irgendwie nicht zusammen. Schlimm, ganz ehrlich. Tatsächlich aber, muss man auch sagen, das haben wir auch festgestellt, ist nicht alles schlimm. Es gibt durchaus positive Stimmen, auch in den Stimmen aus der Wirtschaft, die unsere Kollegin gesammelt hat und die Sie übrigens in der nächsten Produktionsprintausgabe lesen können. Zum Beispiel, das Subventionsloch in Deutschland macht den Unternehmen gar nicht so große Sorgen, wie man meinen möchte, gell? Ja, also was ich insbesondere am Maschinenbau insofern da mal ein echtes Lob, Anerkennung und auch Hochachtung immer vernommen habe, ist, wir machen unsere Geschäfte, ob mit oder ohne Politik. Das hängt auch damit zusammen, dass über starke Eigenkapitalquoten eine gewisse Unabhängigkeit einfach da ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch sehr gut. Es ist ein Segen, dass das so ist. Und ich denke, mit dieser durchaus positiven Nachricht können wir ins Wochenende gehen. In diesem Sinne würde ich sagen, Prost! Prost! Das Wochenendbier mit Stefan Weinzierl und Klaus Wilken.